Herzlich willkommen, Freunde, zum allerersten Vlog hier auf dem YouTube-Kanal von Sportwetten University. In diesem ersten Vlog geht es darum, einmal um den Unterschied Closing Line versus Opening Line. Ich werde euch da mal den Unterschied geben, sowie einmal, was sind so die Wetten, worauf wir gewettet haben. Hier war zum Beispiel Sydney gegen Melbourne, unentschiedene 3,40er-Quote. Aktuell sind wir hier auf Zypern. Ich zeige euch das Ganze mal in einem schönen Haus. Mit, da hinten seht ihr auch schon, kann ich mal ranzoomen, den Meerblick. Und ich zeige euch auch noch eine Sache, woran wir gerade arbeiten. Und zwar gibt es ein neues Webinar. Und zwar Sportwetten-Webinar erhöht neue Möglichkeit. Es geht darum, Sportwetten-Tipps von Profis zu kopieren in einer Art und Weise, die es so noch nicht auf in Deutschland und Österreich und Schweiz generell im deutschsprachigen Raum gab. Darum geht es unter anderem. Ich würde sagen, wir legen direkt los nach dem Intro und dann zeige ich euch erstmal, was wir hier so anspielen. Plus, was ist der Unterschied der Closing versus Opening Line? So, Freunde, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, das Ganze habe ich mir recht einfach vorgestellt. Man nimmt das Ding in die Hand, aber letztendlich ist das doch, glaube ich, ein bisschen komplizierter, als es sich immer anschaut. Deswegen seid beim ersten Video nicht so kritisch, nicht so wählerisch. Wenn euch das gefällt, lasst ein Like, dann mache ich mehr solcher Videos. Hatte ich eh vor, jetzt sind wir gerade hier auf Zypern. Ich zeige euch das nochmal mit dem Haus in so einer recht schönen Villengegend. Letztendlich ist es geplant, dass ich das auch mal in Deutschland mache, im Büro. Letztendlich sind wir nicht nur irgendwie im Urlaub, sondern im Büro wirklich recht professionell aufgestellt, sodass ich das euch dort auch mal zeigen kann, wie sieht das aus, wenn wir die Tipps an die Kunden senden und so weiter und so fort. Als erstes wollte ich euch eine Sache zeigen, und zwar viele, die auch bei uns die Tipps kriegen, stellen eins fest, wir stellen eine Quote rein, das ist dann die Opening Line. Das ist ein wichtiges Thema, deswegen dachte ich, erkläre ich euch das hier einmal. Und zwar die Opening Line ist die Quote, die Öffnungsquote, das ist das englische Wort dafür. Und die Öffnungsquote ist meist deutlich höher. Als Beispiel, wir posten in der Regel ein, zwei Tage, bevor das Spiel losgeht. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine 2-10er-Quote, das ist die Eröffnungsquote. Die Eröffnungsquote ist es in der Regel so, dass man, ich muss kurz gucken, ob ich das Ganze auch aufnehme, ja, nehme ich. Und zwar ist die 2-10er-Quote die Eröffnungsquote und in der Regel ist es so, dass der Buchmacher hier nicht so viel Liquidität zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn man hier jetzt versucht mit hohen Wetteinsätzen, zwei, drei Tage mit dieser Opening Line Wetteinsätze zu tätigen, wird das in der Regel nicht funktionieren. Die Liquidität, also die Limits, sind höher. Das heißt, wir haben hier ein Max-Limit, was man wetten kann. Das Schöne ist, wir kriegen eine recht hohe Quote, denn vielleicht wirst du auch dir selber sagen, ey, ich wette meistens Samstag zwei, drei Stunden vorm Spiel und das ist der Moment, wo die Quote in der Regel am schlechtesten ist. Das heißt, wenn wir diese 2-10er-Quote haben, ist es meistens so, dass diese Quote auf eine 1,80 in etwa droppt. Das heißt, wir kriegen, weil wir recht früh unterwegs sind, immer die höhere Quote und dann durch verschiedene Faktoren, zum Beispiel, weil der Buchmacher sieht, okay, hier kommen Wetteinsätze, viele Wetteinsätze für die maximale Liquidität, sodass der Buchmacher sieht, okay, hier habe ich eventuell einen Fehler gemacht. Auch sind natürlich weitere Einflüsse, Analysten, die nochmal das Ganze ein Stück weit überdenken. Letztendlich ist die Opening-Quote das, wo der Buchmacher erstmal testet, wie reagiert überhaupt der Markt drauf. Als Beispiel, ich hatte neulich ein Champions-League-Video, war auf einmal das komplett andere Team der Favorit. Also der Buchmacher schaut, was macht der Markt. Und wenn er sieht, dass der Markt die 2-10er-Quote komplett aufsaugt, werden sie die Quote nach unten anpassen. Und letztendlich sind es die Hobby-Tipper, die dann zwei, drei Stunden vor Spielbeginn nur noch diese 1,80er-Quote hier kriegen, die natürlich keiner will. Also, wenn du wettest, entweder die Opening-Line nehmen oder live wetten, da kriegst du auch nochmal deutlich höhere Quoten. Ich zeige euch jetzt einmal kurz das Haus. Ich wollte diesen Vlog so ein bisschen gestalten, damit man auch was lernt. Also das mit der Opening-Line hat jetzt, glaube ich, jeder verstanden. Du kriegst die höchsten Quoten dann, wenn die Quote frisch auf den Markt kommt und nicht, wenn schon die Quote drei, vier Tage auf dem Markt ist und das Spiel gleich losgeht. Also wir haben insgesamt drei Etagen. Das ist jetzt hier die zweite Etage, wo hier ist ein Badezimmer, das ist nichts Besonderes. Schlafzimmer, hier ist auch nochmal ein Schlafzimmer, wieder mit Meerblick. Noch ein Schlafzimmer, irgendwie zwei Balkone. Oben ist noch eine Dachterrasse, zeige ich euch später nochmal hier jetzt ein bisschen die Aussicht. Und letztendlich soll dieser Vlog immer ein bisschen Mehrwert für dich haben. Also nicht nur, was macht man den ganzen Tag, vielleicht gehen wir auch noch mal ins Wettbüro gleich, muss ich gucken, ob wir
hier eins kriegen. Ich zeige euch jetzt nochmal die Dachterrasse. Einmal kurz der Check. Die Dachterrasse ist auch am Start mit schönem Meerblick. Ich zeige euch jetzt nochmal, was wir so anspielen. Also was sind so die Wetten zwischen 1,40 die Quote bis 3,40? Was spielen wir an? Wie schaut das Ganze aus? Und was sind das für Nischenligenwetten? Viele wissen nicht, was sind diese Ligen, die wir da immer anspielen. Das sind nicht die Bundesliga, ist nicht die Champions League, sondern sind kleine Randligen. So, hier auch nochmal als Tipp, wenn jetzt Sommer ist, was eignet sich hier besonders? Wenn Fußball oder viele Ligen sind in der Winterpause, es gibt Ligen zum Beispiel Schweden, da sind die Ligen, die jetzt erst starten gerade aktuell, das heißt, da kannst du trotzdem wetten. Aber was ist eine Sache, die wirklich sehr gut funktioniert? Das ist zum Beispiel hier das ATP in Rom und du siehst jetzt mal, ich zeige dir mal, wie viele Wetten hier pro Tag, die sind alle anspielbar bei deutschen Buchmachern, wie viele es hier gibt. Das ist der erste Tag, ich zeige dir mal nochmal den zweiten Tag. Also wirklich eine große Anzahl an Wetten. Wo ist es beim Tennis am lukrativsten zu wetten? Ist es am Anfang oder jetzt hier am Ende zum Beispiel, wir sehen es, jetzt geht es ins 16. Finale, Achtelfinale, Halbfinale, Viertelfinale und so weiter und so fort. Da, wo es am meisten sich lohnt und wo ich zum Beispiel wette, ist hier der Montag, der Anfang, der Dienstag, wo die Qualifikationsrunde noch ist. Der Mittwoch ist ebenfalls noch in diesem K.O.-Kriterium. Aber wo wird es uninteressant? Zum Beispiel am 16. Finale oder auch am, was haben wir hier, das Achtelfinale, Halbfinale. Das sind die Sachen, wo ich aussteige und nicht mehr wette. Das heißt, wenn du eventuell, das gleiche gilt auch für Damen. Beim Fußball lasse ich die Damen in der Regel weg, sind mir die Leistungen einfach zu unkonstant. Beim Tennis ist es das WTA dann, haben wir wieder das gleiche, am Anfang extrem viele Wetten. Und dort macht es Sinn, dort findet man gute Quoten, dort kriegt man teilweise auch Favoriten, also ganz klare Favoriten, die zum Beispiel auch in der Rangliste deutlich höher stehen, mit deutlich besseren Quoten, das heißt eine 1,60, 1,70 Quote, die man dann später im Viertelfinale, wo dann der Buchmacher sieht, wie performt er in diesem Turnier, dann nur noch eine 1,20er Quote kriegt, was dann keinen Sinn mehr macht. Also Tennis macht, ist ein schöner Turnierwettbewerb, kann man immer anspielen und auch wenn jetzt die Fußballpause anfängt, viele Ligen sind trotzdem noch am Fußball am Start, also im Sommer kommt auch bei uns in der Gruppe immer Wetten, allerdings natürlich ein bisschen weniger. Wir suchen immer das Beste raus, Qualität vor Quantität. Tennis ist aber, wir hatten davor noch das ATP in Monaco, ein paar Challenger-Turniere gibt es auch immer. Also es gibt bei Tennis immer wieder alle paar Wochen oder jede Woche ein Turnier und besonders am Anfang, wie gesagt, kriegt man hier die guten Quoten und das, wo es lukrativ ist, ist immer am Anfang. So, ich zeige dir jetzt noch, was sind so die Wetten, die wir jetzt zuletzt angespielt haben. Ich blende dir dazu auch mal Screenshots ein, was posten wir in der Gruppe, damit du siehst, dass ich hier keinen Quatsch rede. Sydney gegen Melbourne, das Unentschieden sind wir draufgegangen. Die Opening Line war in etwa eine Viererquote. Kurz vorm Spiel sind wir auf einen 3,70er gedroppt und wir sind dann live, ich meine, bei 3,25, 3,40, je nach Buchmacher eingestiegen. Bei Sydney gegen Melbourne. Dann hatten wir als nächsten Tipp Island. Island, sehr schöne Liga, hatten wir insgesamt zwei Wetten bei, wie immer man diesen Namen auch anspricht, Helsingør hat auf jeden Fall verloren. Wir haben auf das Auswärtsteam gewettet, das war richtig. Malaga gegen Mirandes aus der zweiten spanischen Liga auf Malaga. Das war alles an einem Wochenende, also quasi chronologisch habe ich das Ganze aufgemacht. Bologna gegen Rom. Hier haben wir gesagt, Rom wird das Spiel nicht gewinnen, haben allerdings ein Unentschieden-Wette ungültig gemacht. Das heißt, hier ist ein Cashback. Cashback bedeutet, es gibt das Geld zurück. Eine doppelte Chance war die Quote nur bei 1,50. Das hatten wir nicht gemacht. Dann gab es noch bei Vikingur auch wieder Island. Das sind die Ligen, also Island, Schweden, die ganzen nordischen Länder. Das sind die Ligen, die jetzt erst gerade starten. Wir haben hier gerade den 5., 6. Spieltag in etwa. Hier starten erst die Ligen. Servette gegen Sion. An alle Schweizer, falls ich das falsch ausgesprochen habe, bitte korrigiert mich. 5:0, der war auch sehr easy durch. Und das war so das Wochenende, was wir hier gewettet haben. Eventuell finde ich noch ein paar Sachen, wo wir auch ins Wettbüro hier gehen. Kann ich nicht garantieren, sollte der Vlog jetzt enden. Like dieses Video auf jeden Fall, damit ich mehr so welche Sachen mache. Der erste Vlog ist jetzt bestimmt ein bisschen komisch geworden. Der nächste wird dann, denke ich mal, deutlich einfacher. Und sollte jetzt noch gleich was kommen, sind wir noch im Wettbüro oder ich nehme euch noch mal irgendwo mit hin. Ansonsten würde ich sagen, viel Erfolg für die nächsten Wetten für dich selber. Nimm die Tipps mit der Opening Line, mit der Live-Sache und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.